Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Ist es wirklich schon fast 5 Jahre her, dass die Freie Wähler-Landtagsfraktion in Regierungsverantwortung kam? Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir am 5. November 2018 gemeinsam mit der CSU den Koalitionsvertrag unterschrieben haben. Damals dachte ich an gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Ich dachte an die gerade von uns Freien Wählern abgeschafften Straßenausbaubeiträge, an 100 Euro Kita-Zuschuss für alle Eltern, eine menschliche Gesundheitspolitik, an Spitzenniveau in Forschung und Lehre und eine starke Wirtschaft. Das alles haben wir erreicht. Doch nie hätte ich mir träumen lassen, dass wir nur ein Jahr später in die schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs kommen würden. Daran, dass Corona zu einem so harten Kampf um Menschenleben, Arbeitsplätze und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft werden würde. Gemeinsam haben wir diese Jahrhundertherausforderung gemeistert. Wir haben in der Bayern-Koalition nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und dafür Sorge getragen, Schaden vom Freistaat Bayern bestmöglichst abzuwenden. Für eure Unterstützung in diesem Bestreben danke ich sehr herzlich. In dieser Woche stehen noch 3 aufeinanderfolgende Tage mit Plenarsitzungen an. Anschließend verabschieden wir uns in die Sommerpause. Was uns in den zurückliegenden 5 Jahren noch alles politisch gelungen ist, seht ihr in den nächsten Tagen hier auf unseren sozialen Medien. Denn auf eines könnt ihr euch stets verlassen. Wir halten Wort. Ich wünsche euch eine erholsame Sommerzeit. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.